Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Omega Crafter mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserer Valkyria. Wir haben gestern schon mal eine Produktionskette aufgebaut und guck mal, wie das aussieht, wie sie umherrennen und alles drum und dran. Jetzt müssen wir die Mitte noch befreien, alles andere noch wegmachen. Oh, da ist ein Wolf. Warte mal. Lässt du meinen Almi in Ruhe? Kann ja nicht wahr sein. Hast du das gesehen? Das habt ihr ja geschrieben, dass ich da auf jeden Fall anfangen muss. Und muss hier Platz machen für unseren Minenarbeiter, weil das geht nämlich so nicht. So, dann haben wir das erstmal weg. Den Stein lassen wir hier. Das ist in 51 Sekunden wieder free. Sehr, sehr geil. Eventuell bauen wir noch eine zweite Mine. Ich weiß es noch nicht genau. Wir gucken jetzt mal kurz ins Lager, was sich da so getan hat. Hier mit den Bäumen bin ich absolut mega zufrieden. Da haben wir genug Platz. Und er nimmt ja aus der Produktion. Wir haben 28 da. Wir haben 20 Steine von den geschliffenen. Sehr, sehr geil. 30 haben wir noch. Ich würde sagen, wir bauen vielleicht noch eine Mine, oder? Da müssten wir ja dann so einen Stab setzen. Jetzt müssen wir noch mal gucken wegen der Mine. Was war denn das? So. Kacheln, Lagerung. Das ist klar. Verbesserung, das ist dieser Stab, ne? Wenn im Programm eines Grammys angegeben, wird der Grammy automatisch alle Minen in der Nähe des Stabs abbauen. Okay. Ich baue jetzt hier unten noch eine Mine auf. Ich muss jetzt gerade nachdenken, wie wir das jetzt am besten anstellen. Und ob ich genau weiß, was da los ist. So, warte mal. Wir bauen jetzt definitiv hier unten noch eine Mine auf. Vielleicht sogar rechts und links. Ich weiß es noch nicht genau. Hätte ich jetzt gerne wieder abgebaut. Konnte man abbauen? Ja, ne? Ja. Genau. So, und dann würde ich da jetzt nochmal eine Mine setzen. Das heißt Herstellung, Mine. Ach, mir fehlt so ein Kern, ne? Ja, aber da könnte man eventuell wirklich so eine Mine nochmal setzen. Dann baut er das ab. Und dann müsste ich doch jetzt eigentlich dann dazwischen den hier setzen. So. Ich habe gar keine Ahnung, ob das so klappt. Ich muss mal kurz Stopp machen, aber ich glaube, das ist es, ne? Warte mal, wir lassen den mal laufen. Wir gucken mal, wenn die zweite Mine steht, was dann passiert. Wir gucken einfach mal. Das ist jetzt so eine kleine Herangehensweise, so eine Herausforderung. So, jetzt gibt es doch die Möglichkeit auch, bei den Strukturen die großen Zäune zu bauen, ne? Ach, es gibt noch größere Zäune, aber vielleicht müssen wir da erst wieder was besiegen. Wichtig ist für uns jetzt heute erstmal wieder, dass wir hier die Schmelze auf jeden Fall fertig gebaut kriegen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier eine kleine Wand. Die setzen wir uns natürlich hier rein. So. Dasselbige wird aber dann nicht hier passieren, sondern wir müssen das mal von draußen machen, Leute. So. Passen Sie auf. Wir tun hier und den so, ne? Warte mal, dann drücken wir V. Den bewegen wir hier außen hin. So, dann sind wir hier durch. Dann können wir hier noch die Halbwand setzen. So, und dann ziehen wir einfach nur noch das Dach hoch. Dann haben wir die Schmiede auf jeden Fall abgeschlossen als unser erstes Gebäude. Das haben wir für ein Stach, für ein Dach. Das haben wir, ne? Oh ne, warte mal. Ich muss eins höher, sehe ich gerade. Ich muss eins höher. Aber das ist ja nicht schlimm. So. Dann V.
4V. Almi. So, dann ist die Schmiede nämlich heute, wie gesagt, das erste Gebäude, was wir fertig haben. Die Boys machen hier unser Holz. Ja, genau so. Und jetzt ziehen wir mit Quarz. Snappt das hier noch dran? Nee, ne? Es geht nicht nach unten. Schade. Ah, das hätte ich jetzt gefühlt. Das hätte ich jetzt mega gefühlt. So, schwarz. Warte mal. Das ist ein bisschen verwinkelt jetzt hier. Ein bisschen verwieft. Ah, ich dachte, ich komme dran. Okay, gehen wir von außen dran. So. Valky, das kriegt man schon hin. So, zack. Dann ist das Ganze jetzt so. Jetzt können wir uns überlegen, jetzt noch eins oben dran snappen. Dann sähe das so aus und hier. Ja, definitiv. Das gefällt mir besser. Lässt du mich da dran? So, lässt du mich da jetzt nicht hin? Müssen wir bestimmt die Schmiede abbauen. Ach, herrje. Konstruktion wider Willen hier. Okay, warte. Wir brauchen jetzt sowieso erstmal diese hier. Zack. Und mit B brauchen wir dann wieder den. Ah, der ist zu klein. Brauchen wir zwei von denen. Zack. Und zack. Dann hätten wir jetzt hier schon mal zu. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das da oben noch zukriegen. Oh, das reicht. Dieses eine Loch, das kann ja jetzt nicht wahr sein, oder? Oh, warte. Liegt es vielleicht echt an der Schmelze, dass es zu hoch ist? Dass sich da nichts drauf... Doch, jetzt. Wir haben es zu. Es ist okay, wir haben es zu. Sehr, sehr nice. Gefällt mir gut. Genau so muss es sein. Absolut toll. Die Schmiede ist fertig. Ganz großes Kino. Haben wir gut gemacht. So. Wir haben die Bretter. Dann können wir jetzt hier sagen, dass wir uns hier nochmal schnell eine Lagerungskiste bauen. Sagen so. Und die zweite neben dran. Emmy, du stehst so ein bisschen dezent im Weg. Ja, du musst schon außen rum jetzt, Typi. Ach, Typi, komm. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Nee, ne? Boah. Dann machen wir das jetzt. Ja, aber das müssen sie lernen. Das müssen sie lernen. Das geht anders nicht. So, hier rein kommt dann Bretter. So, Bett. Ja. Ansonsten wüsste ich jetzt erstmal nicht, was wir da jetzt noch bräuchten. So, der nimmt raus. So, und er macht ja jetzt, warte mal. Stopp. Und zwar nicht da rein, sondern in die Bretterkiste. Bearbeitungsbank, kodiert aus Holz, genau, so läuft's. Gut, dann können wir nämlich diese abbauen. Sehr gut.
wieder was erreicht. So. Jetzt ist die Frage, was füttern wir? Haben wir jetzt einiges da? Die Küche, die lassen wir jetzt erstmal so, wie sie ist. Er ist eigentlich mega gut aufgestellt. Dann gehen wir jetzt in die Sache. Ah, wir haben eigentlich alles genug da. Wir nehmen uns jetzt einen Stack Fleisch raus. So. Füllen uns das hier unten komplett auf. So. Dann sind wir da auch erstmal durch. Können das jetzt auch essen. Gut. Wie sieht es mit Knochen aus? Die habe ich hier hinten, ne? Er hat natürlich jetzt einen absoluten Malus da hinten. Dass er da jetzt nicht drankommt, ärgert mich so ein bisschen. Weil ich hätte echt gedacht, dass wir diesen Weg gehen. Aber vielleicht müssen wir hier vorne eine Kiste setzen. Gib das mal auf. Wenn ich die jetzt hier hinsetze, so dagegen... Ungefähr so. Kontrollieren, wie sie dann laufen. Ja, der Almi bleibt hängen, das ist klar. Vielleicht geht er dann diesen normalen Weg. Müssen wir mal gucken. Der Schmiedejunge. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die gehen da schön dran vorbei. Aber wir sehen schon, dass wir da am besten keine Kiste setzen sollten. Da vorne hin. Ich will ihn ja nur mal kurz. Jetzt kommt er. Wir müssen es kurz beobachten, ob er jetzt diesen Weg läuft, den er laufen soll. Oder ob er da definitiv hängen bleibt. Jetzt läuft er natürlich genau den Weg. Okay, pass auf, dann werden wir das anders machen. Dann werden wir die Kisten so stellen. Die hier. So, erstmal. Wir lassen einfach die Mitte frei. Bis sich das erstmal irgendwie akklimatisiert hat. Wir machen das jetzt so und so. Und die sollen das ruhig so machen. Dann sind wir hier durch. Gut. Alles klar. Gegessen haben wir. Das da unten hat auch funktioniert. Wir bräuchten diesen einen Kern. Das haben wir hier noch drin. Hier haben wir noch einige Sachen drin. Kernkristall und so weiter. Federn. Das können wir alles später machen. Die Bretter räume ich jetzt noch weg. Da habe ich noch einmal Haut. Dann gehen wir kurz an den Verarbeitungstisch. Okay, die Haut habe ich auch noch nicht drin. Mann. So, dann können die jetzt hier erstmal in Ruhe sich akklimatisieren hier drin. Sorry. Sorry. So, die Diskette brauchen wir auch erstmal nicht. Mit der wollten wir ja gucken, was wir da machen können, ne? Diskette, hier war da irgendwo Diskette, Diskette, Diskette da oben. Neues Stadtsymbol können wir kaufen. Ja klar, brauchen wir aber erstmal nicht. Hier haben wir erstmal genug Informationen drin. Wie sieht es hier aus? Was können wir hier irgendwas Neues machen? Die grüne Kugel, die rollt. Wir könnten neue Rüstung bauen. Wir könnten uns aber auch sagen, hey, guck mal, wir haben geschliffenen Stein. Wir bauen uns jetzt die solide Axt aus Kupfer. Da bräuchten wir aber die Kupferbarre. Das heißt, wir müssten eigentlich Kupfer holen gehen. Hier haben wir eine Steinkeule mit einem 6er Schaden. Brauchen wir aber nicht, weil wir unser Messer haben. Da haben wir 10. 19, 19. Ja, wir bräuchten halt für alles dann jetzt Kupfer. Wir müssten eigentlich losgehen und Kupfer bauen. Ist der Kupfer schon eingelagert? Da hinten haben wir Kupfer, ne? Dann bräuchten wir die Kiste für Kupferbarren. Dann muss er Kupfer herstellen, aber das machen wir zur nächsten Folge. Dann gehen wir jetzt nochmal rüber und gucken jetzt einfach mal, dass wir hier definitiv noch Kupfer abgebaut kriegen. Das wäre jetzt halt mega wichtig. So, wir müssen eh die Richtung beibehalten. Sehr schön. Gut, Schmiede steht. Viel haben wir jetzt nicht gebaut heute, aber das ist richtig und wichtig gewesen, dass wir die Schmiede da fertig haben, dass sich so ein bisschen das Dorf langsam aufbaut. Wo bist du denn? Hör dich. Alter, bis da hinten. Hab doch keine Zeit, Mensch. Und dann läufst du auch noch aus mir rum. Kann ja nicht wahr sein. Oh, die Wölfe. Ja, dann müssen wir jetzt halt. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die. Alter, 3 auf 1 Streich.
Das ist aber auch geil. Das tapfere Valkyrielein. So muss das sein. So. Er ist halt ein weiter Weg, ne? Genau, was waren da? Wir konnten doch hier diese Geschichte. Wenn du hineinspringst, kehrst du zu deinem Wiederbelebungspunkt zurück. Der Wirbel kann außerhalb der Stadt platziert werden. Werden wir mal versuchen heute. Wir wirbeln heute mal ein bisschen. Wenn wir es doch haben, warum sollen wir es denn nicht nutzen? So, wie weit sind wir? Ja, sind bald da. Das werden wir uns dann jetzt Stück für Stück ranholen. Wenn der Wirbel natürlich immer dort bleibt, das wäre natürlich absolut stark, ne? Ich meine, ich muss halt überlegen, wie wir es jetzt genau anstellen. Ob wir uns nicht eventuell sogar eine zweite Stadt dann hier in den, wie war das jetzt? In den verlorenen Welt? Wie heißt es denn jetzt? Mein Gott, wo waren wir? Wie hieß denn das hier? Endlose Welten. In den endlosen Welten, dass wir uns da nicht irgendwas noch aufbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir uns da nochmal eine Stadt mit Produktion aufbauen, weil wir brauchen ja massig Materialien. Ich meine, es ist noch Early Access, natürlich, klar. Man weiß jetzt auch nicht, wie lange das hier noch geht oder so. Aber ich will das schon auskosten. Ich will schon alles gesehen haben. Und ich hoffe halt... Ah, der bringt zwei Knochen. Der weiße Wolf. Oder das war jetzt ein Zufall. Ja, sind schon weite Wege, ne? Die wir einschlagen müssen. Da ist die Überlegung mit einer zweiten Stadt vielleicht gar nicht so unverkehrt. Oder haben wir die Cobras da hinten wieder und die Turtles? Hallo. Hatten wir uns nicht hier auch einen Punkt gesetzt? Genau, hier war nämlich noch irgendwas, was wir brauchen. Das werden wir dann auf dem Rückweg nochmal einschlagen. Sehr gut, Valky. Ausdauerfleisch und Level Up. Sehr, sehr gut. So, endlose Wildnis. Wir brauchen auf jeden Fall Kupfer. Da oben ist auf jeden Fall was, was wir auch brauchen. Da gehen wir jetzt mal gleich gucken. Da ist ein Aussichtsturm. Da gibt es bestimmt was Gutes zu holen. Hallo? Wir kommen eigentlich mega gut noch voran, ne? Mit unser bisschen Rüstung hier. Ich meine, wir müssen Rüstung holen, das ist ganz klar. Aber dafür, ja, brauchen wir Kupfer. Gut, warte. So, sehr gut. Valky, das machst du hervorragend. So, Banane. Absolut stark. Und dann holen wir uns den Kupfer. Sehr schön. So, wir gehen auf jeden Fall noch weiter. Wir haben noch ganz viel Zeit. Wir machen uns mal die Taschen voll jetzt. Wir decken uns das jetzt so ein bisschen auf, wo wir jetzt sind. Wir gehen hier einfach weiter. Da ist noch eine Kiste, guck mal. Ausdauertrank. Alter. Ich habe gerade gedacht, da kommt irgend so eine, was weiß ich hier, wie... Bin gerade sprachlos. Das hat sich angehört wie so eine Dampframme. Dass das die Schlange ist, habe ich mir jetzt gar nicht... ich jetzt gar nicht gedacht, okay. Aber wir heilen, das ist alles gut. So, komm her. Die sind so geil gezeichnet. Manchmal hat man so das Gefühl, dass die vom Aussehen her... Wow. Was ist das? Dass die vom Aussehen her gar nicht dahin passen. Super geil gezeichnet, ey. Wird es jetzt dunkel schon wieder, oder was? Oh, was haben wir denn hier, ey? Das ist eine Arena?
das der Boss dieser Welt, der da oben ist? Okay. Machen wir gleich. Ich muss erstmal kurz hier hochhüpfen. Oh, das wäre ja krass, oder? So. Wir gucken mal auf jeden Fall hoch jetzt. Was haben wir da entdeckt? Wenn das der Schrein ist, der sieht richtig geil aus. Okay. Das war ein kleiner Bug von der Schildkröte, aber es ist ja auch ein Bugmonster. Von daher, sehr gut, liebe Entwickler. Habt da auf jeden Fall schon mal ganz stark die Kurve gekriegt hier. Überragend. Oh. Ich glaube, da müssen wir uns aber mit anderen Sachen behilflich sein. Also wir brauchen definitiv Kupfer, aber das merken wir uns. Warte mal. Jetzt sind wir ja einmal gerade hier. Zack. So, sagen wir mal so, ne? Kleiner Weltboss. Ich glaube, großer Weltboss ist es nicht. Den müssen wir erst beirufen. Obwohl großer, wir haben den Punkt noch gar nicht gefunden. Wir haben nur den hier und da waren wir ja. Das ist ja bei uns. Oder der Boss ist halt immer dort. Das weiß ich nicht und wir müssen den immer dort rufen. Kann natürlich auch möglich sein. Ja, aber ich fühle mich jetzt schon so, dass wir auf jeden Fall neue Rüstung brauchen. Das Thema werden wir morgen angehen. Und wir werden auf jeden Fall auch neue... Ja, neue Messer und so brauchen. Die müssen wir dann ja auch noch aufwerten. So kommen wir ganz gut klar. Ausdauerfleisch und so weiter haben wir dann auch demnächst. Das ist natürlich dann besser in den Leveln. Also in den Food-Leveln. Kann ich mir vorstellen, dass wir da mehr kriegen als unsere 57. Ja, also wer hier oben baut... Entschuldigung. Und da ist noch nicht mal was. Jetzt sind wir umsonst hier hoch, Valky. Sagst du dazu? Da oben haben wir noch was. Guck mal, da ist Kupfer. Boah, wie weit wir wechseln. Gott sei Dank haben wir diesen Wirbel. Da wirbeln wir gleich mal richtig. Der grüne Aasfresser. Die sehen so geil aus, ne? Sehr gut, Almi. Und Banane. Sehr, sehr cool. Oh, das war's schon. Oh, was haben wir denn hier? Ist das eine Cave, Leute? Ich weiß halt nicht, was es ist. Wollen wir mal rein? Wir gehen rein. Now loading. Höhle der zerbrochenen Pits. Das ist ein Dungeon. Leuchtender Stein blau. Oh, ich glaube nicht, dass wir hier schon rein sollten. Ey, wir gehen hier doch erstmal raus, Leute. Das machen wir alles, wenn wir neues Werkzeug haben. Ey, da haben wir einen Dungeon gefunden. Junge, Junge, Junge. Okay, wie viel Kupfer haben wir jetzt? 21, das ist schon mal gut. Leute, dann bauen wir uns jetzt den Wirbel. Bleibt der für ewig hier? Das wäre geiler, oder? So, der Wirbel ist gebaut, wir gehen durch. Und sind an unserem Spawnpunkt. Alter, das ist so geil. Hier waren wir und jetzt sind wir hier. Das ist so mega gut. So, jetzt werden wir aber den Schmiedi gleich mal sagen. Du, Schmiedi, 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 Schmiedi. Schön, dass wir dich abwischen. Du sollst was anderes herstellen. Und zwar möchten wir, dass du jetzt Kupfer herstellst, mein Großer. Also, pass auf. Diese Eisenknoten. Okay, da brauchen wir Eisen. Also wir werden auch noch Eisen finden. Genau. Das soll er herstellen. Und wir haben ja... So, pass auf, Schmiedi. Du pickst ab vom... Nicht Knochen. Vom Kupfer. Puttest in das Hochofen-Ding.
tust das dann rein bei Barren. Die habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, ne? Bar rein. Das wird dann Barren. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Also hier. Barren. So. Ne, haben wir. Ey, ich hoffe, das klappt jetzt. So, pass auf. Let's go. Wir werden ihn jetzt beobachten. Also er muss dahinter gehen. Wird hier hängen bleiben. Ich hab's geahnt. Ich hab's so geahnt, ey. Okay, dann müssen wir das auch verschieben. Und dann müssen wir dann so bauen. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Dann können wir das nochmal umstrukturieren hier. Vielleicht wird das noch gepatcht, dass die sich da eventuell besser fühlen. So, nehmen den auf jeden Fall, machen den dann hier rein. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann so lassen oder nicht. Der sieht, geht auf jeden Fall nicht schön. Da muss noch ein Stück rein. So ungefähr. Dann können wir da noch eine Kiste hinbauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Platz und die können laufen. Gut. Dann können wir hier hinten noch Kisten bauen. Dann bleibt das hier einfach frei. Was hast du? Er hat Bahn gemacht. Unsere erste Barrenproduktion. Es ist so geil. Es ist wirklich so gut, ey. Nein. Mein Gott. Habe ich gerade schon gewundert, was los ist. So, Stein haben wir. Holz haben wir nicht. Wir haben hier den Kram. Und das Schöne ist, dass wir aus den Kisten arbeiten können. Das finde ich richtig geil. Wir haben doch Holz für das andere. So, und da werde ich meine kleinen Viecher. Mysteriöser Stein, der blau leuchtet. Müssen wir auch mal gucken, was wir mit dem machen. So, das packen wir alles jetzt erstmal hier rein. Das ist unser Waffhut. So. Die Federn. Da müssen wir auch mal gucken, was wir damit machen. Ich werde jetzt in die Produktion anderer Gegenstände gehen. Wir werden das alles... Wir haben genug davon da. Das nehmen wir jetzt mit. So, Ausdauerfleisch. Das werden wir natürlich noch verwerten. Wir werden aber jetzt in diese Produktion gehen, schon mal Banane. Ne? Ist das jetzt schon gegrillt hier? Wohl, nee, noch nicht. Okay, pass auf, du? Nein. Stellst Bananensaft jetzt her. Bitte. Wäre nett. Kriegst du das hin? Ach, da brauchen wir 6 oder was? Ne, eine Banane ist ein Bananensaft, ne? Erstellung fehlgeschlagen. Nicht genug Materialien. Ach komm. Wir haben noch genug. Was ist denn los, Meister? Dann nimm doch gleich alle. Ja, und das andere schmelzt mal ein. Das ist okay. Wir müssen halt jetzt ein bisschen was holen. Wir haben genug Waffgut noch da. So, der kriegt jetzt auf jeden Fall. Das tun wir alles rein. Das ist halt immer ein Bit. So, umwandeln. Zack. Dann sind wir fast schon in Stufe 3. Sehr, sehr cool. Dann sehen wir auch, was wir in Stufe 3 kriegen. Wir würden dann den Küchentisch kriegen. Auf den warte ich ja mega lange. Einfache Einrichtung zum Kochen. Dann haben wir hier Wassertank. Dann haben wir einen Einzeltypbehälter rot. Blau und okay, dann können wir dann damit anfangen. Hier hätte man dann eine Zeichenkeltentafel. Ey, guck mal hin, was wir noch alles entdecken dürfen. Das ist krass. Steintor. Yo. Yo. Oh, ich freue mich drauf. Das wird so gut, ey. So, dann gehen wir pennen. Dann müssen wir jetzt wirklich kurz gucken, was brauchen wir? Nein. Hör doch auf. Mikey, ganz ehrlich. Oh, nicht. Das nächste Ziel, was wir haben werden, ist definitiv, dass wir uns einen neuen Bogen bauen. Dafür brauchen wir die Federn. Den bräuchten wir. Dafür brauchen wir Rinde. Die müssen wir herstellen. Geschliffener Stein ist da. Wir brauchen viel Kupfer, weil das wird jetzt durchgelassen. Da, die Hörner haben wir da. Mit einem Angriff von 15, Angriff von 19. Das heißt, wir werden das dann bauen. Da hätten wir auch alles da. Und dann müssen wir in die Art Rüstung gehen, ne? Wir werden Rinde brauchen. Das heißt, dass der Kleine jetzt vielleicht aufhören sollte mit... Was baut denn der gerade? Bretter, ne? Dass wir ihm hier sagen, wir brauchen jetzt Rinde. So. Und
Dann werden wir eine Kiste brauchen, wo er die Rinde reinpackt. Das heißt, gib mir mal ein Bretter. Dann bauen wir noch die Rindenkiste. Die haben wir ja noch nicht, ne? Nee. So. Rinde. Okay. Dann gehen wir jetzt zu ihm hier. So, warte kurz. Nicht in Bretter packen, bitte. Bitte in Rinde packen. Dankeschön. Und weitermachen. Hat er gemacht. Jetzt hat er die Rinde bestimmt verloren. Da ist sie. Dann zeigen wir ihm, das ist der Rindenbehälter. So. Dann sind wir da auch on top. Ja, in Sachen... Hallo? Er ist ganz schön voll hier. In Sachen... Da kommt der Eisenbahn an. Was ist mit ihm los? Hat er zu viel jetzt gehabt, oder was? Also das mit dem Stein, das läuft. Das dauert halt ein bisschen länger. Wir werden eine zweite Mine bauen müssen. Und dafür brauchen wir diesen Kern, ne? Dafür brauchen wir das hier. Dann werden wir uns kurz einen Kern bauen. Dann werden wir kurz zum Schmiedi sagen, wenn er fertig ist. Ne, das machen wir jetzt gleich, warte. Dann ziehen wir uns jetzt schnell so einen Kern durch für die zweite Mine. Das machen wir jetzt auch noch. Und überziehen wir jetzt ein bisschen kurz, aber hey. Was wir haben, haben wir. Den Steinknotenkern, den brauchen wir. Den können wir noch nicht, weil wir da noch nichts haben. Gut. Was ist hier los? Ach immer. Ja. Gut. Mal schnell prüfen hier. Ja. Steinknotenkern und Stein brauchen wir. Wir werden Stein brauchen. Gehe ich jetzt noch ein bisschen Stein farmen. Bis wir morgen die Mine gesetzt kriegen. Und wir morgen anfangen, die ersten Rüstungen zu machen. Wäre jetzt schon mal ganz wichtig. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis morgen.